Die Champions League kommt. Die German Racing Champions League startet. 11 Top-Rennen in 6 deutschen Galoppsportmetropolen werden vom 8. Mai bis zum 1. November ausgetragen. Das Ziel dieser neu geschaffenen Serie ist auch, den deutschen Galopprennsport einem breiten Publikum so nah wie möglich zu bringen. Und das nicht nur in Printmedien oder in den sozialen Netzwerken, sondern auch im TV. Palang gibt Comeback. Er war einer der besten Zweijährigen des Jahres 2014, doch eine Fissur verhinderte, dass Palang auch dreijährig angreifen konnte. Ein Jahr musste der Schützling von Andreas Wöhler aussetzen, doch am Donnerstag wird er nun in Neuss sein Comeback geben. Man darf gespannt sein, wie sich der Vierjährige präsentieren wird. Spannung im Kettenkampf. Wer holt sich die Perlenkette? Diese Frage wird am Donnerstag in Neuss auf jeden Fall beantwortet. Beste Aussichten haben Cindy Klinkenberg und Esther Roth-Weißmeier, denn beide konnten schon jeweils einen Lauf für sich entscheiden. Dabei wird Klinkenberg erneut auf Luna Prospect reiten. Weißmeier sitzt auf Wisewit.